Es gibt so Bilder, die brennen sich bei mir in den Kopf. Ein Paar beim Joggen im Park, ein Paar auf Skitouren im Schnee, ein Paar beim Segeln auf dem Meer. Alles Paare, die miteinander Sport machen, also Paare, die gemeinsam in Bewegung sind. Das fasziniert mich. Bloß für uns beide ist das nicht so einfach. Wir haben schon viele Sportarten miteinander ausprobiert und sind dabei meistens kläglich auf der Strecke geblieben. Hallo, Hallo zusammen. wir sind Steven Schneider Und Sibylle Schreiber. und zusammen sind wir Schreiber versus Schneider. Und das ist wieder unser Podcast mit einer neuen Folge aus Dem Podcast Mein Leben als Paar. Genau, wunderbar. Und heute haben wir ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich Sport. Und dieses Thema heute besprechen wir ja an einem besonderen Ort. Das wollten wir ja noch sagen, oder? Ja, stimmt, das ist lustig. Das ist nämlich, der Sport hat was mit diesem Ort hier zu tun. Ja, aber wenn die Qualität vielleicht nicht ganz so ist oder so ein Grundrauschen ist, dann hat das damit zu tun, dass wir hier an einem grossen Panoramafenster sitzen. Und wenn wir rausgucken, sehen wir Wasser. Wir sehen Wasser. Fließendes Wasser. Und die Landschaft fließt vorbei. Genau, fliegt an uns vorbei. Also wir sind auf einem Fluss unterwegs und sitzen hier in unserer Kabine und Genau. haben gefunden, das ist der optimale Ort, um über Sport zu reden. Genau. Aber mir lüftet das Geheimnis erst viel später. Jetzt tun wir zuerst mal über Sport Ja, genau. reden. Mich würde mal interessieren, Steven, was ist denn für dich eigentlich Sport? Eine wunderbare Sache, wo mich begleitet, seit ich ein kleiner Bub bin, wo ich noch gar nicht gewusst habe, dass mit dem Sport seit bin ich schon umgerannt und umgehüpft und habe mich abhängen, abrollen lassen und habe mit meinem Bruder Ball hin und her gespielt. Es ist, Sport ist das, für was wir unseren Körper haben in der heutigen Zeit. Wir haben nicht einen Körper zum vor dem Computer sitzen von morgen bis zum Abend, wir haben einen Körper zum uns bewegen. Okay, aber jetzt tobende Kinder und so, das ist ja nicht Sport. Das Nein. ist ja einfach der Die wissen Bewegungstrang. noch nicht, dass das Eben, Sport ist, aber das. im Grunde genommen ist das auch schon Sport. Und Nee. es macht glücklich. Das ist, also für mich ist Sport etwas, was wie so ein bisschen zielgerichtet ist, auch so leistungsorientiert. Wettkampf, das ist für mich auch Aha, Sport, ja? ist wahr. Ja? Also, wenn ich jetzt an Sport denke, dann sind es für mich Menschen, die sich über ihre Verhältnisse anstrengen. Dabei nicht besonders gut aussehen, also außer vielleicht dieses Paar auf dem Segelboot oder so, außer Atem sind, keuchen, rote Köpfe haben, schwitzen. Es ist immer sehr anstrengend. Sport ist so Ach anstrengend. so, das ist gut, dass wir über Definition reden. Für mich ist Sport ja etwas Schönes. Sport hat für mich mit Bewegung zu tun, im Sinn von, man macht. Es ist doch schön, sich zu bewegen. Es ist auch schön, müde zu werden. Es ist auch schön, zu schwitzen. Es ist wunderschön, zusammen mit anderen gemeinsam ein Spiel zu machen, wo zum Beispiel ein Ball eine Rolle spielt. Sport ist nur schön. Okay, das wäre jetzt Mannschaftssport, oder? Das kann ich mir noch vorstellen, dass man dann auch so getragen wird von der Gruppe. Habe ich eigentlich nie gemacht, außer Völkerball damals vor 10.000 Jahren. Nee, Mannschaftssport ist jetzt überhaupt nicht mein Ding. Ball ist schon gut, wenn der dabei ist. Dann bin ich auch motiviert, muss ich sagen. Aber es geht ja so ein bisschen auch darum, wir zwei und Sport, oder? Was wir mit dem Sport Ja, das wäre ja dann mit dem machen. Mannschaftssport. Also, Genau, die kleinste genau. Mannschaft der Ja, Welt. genau. Ja. Ich möchte noch etwas schnell dazu sagen. Also, ob Mannschaftssport oder Einzelsport, da muss man keinen Unterschied machen. Ich bin von Haus aus und von Geburt an ein Mannschaftssportler. Das heißt ja nicht, dass ich nicht auch an anderem Sport Spass hatte. Ich habe wahnsinnig gerne Leichtathletik gemacht in der Schule. Oh Das ist so etwas Schönes, zum Beispiel beim Weitsprung. ja. Da rennt man und das ist definiert und dann kommt man und das wird gemessen und man hat die Zahl. Das war cool, muss ich auch sagen. Darf ich Eben, ganz das. kurz dir was sagen? Ich war Ja. richtig gut im Weitsprung. Ja. Richtig gut, ja. Das war schon mein Ding. Und Fosbury Flop. Hieß der so? Ja. Ja, genau, so rückwärts Aber über eine Stange. Da war ich auch gut. du bist 1,76, sagst du. Oder so. Ich glaube, du bist größer, aber du sagst, du siehst 1,76 und das ist die Höhe, wo ich in der Kante übersprungen habe. Du bist über mich drüber gesprungen, Ja, sozusagen. ich hätte dich
ich hätte den Tor abrasiert, vermutlich. Mit das ist aber Rücken. Schon hoch. Ja, das ist, weil ich wahnsinnig gute Technik hatte. Ich hatte einen ganz guten Turnlehrer. Genau, nur noch für euch, er ist viel kleiner. Also du bist ja wirklich, ich weiß nicht, wie groß du bist. Ich bin über meine Körpergröße gekommen. Ja. Ist das nicht wunderbar? Das werde ich noch, und das weiß ich jetzt noch, so lange Zeit, nachdem es passiert ist. Gut, es ist mir erst jetzt gerade in den Sinn gekommen, aber es wird mir immer wieder in den Sinn kommen, was das auch für schöne Gefühle sind, wenn man so etwas erreicht. Heute würde ich nie mehr 1,76 springen. Das spielt auch keine Rolle. Das ist einfach, das ist etwas Schönes, das macht Spass. Hat nichts mit Mannschaft oder Einzelmasken-Ding zu tun. Aber was ich so bei dir den Eindruck habe, oder ist es männlich, ich weiß es nicht, so dass Sport eben, also wie du schon gesagt hast, du magst Schweiß und Bewegung und Anstrengung, aber hat es auch so ein bisschen was mit Verletzung zu tun? Also jetzt Fußball spielst du ja wieder. Das sind immer so Phasen bei dir. Mal bist du dabei, dann bist du wieder ein bisschen pausiert. Jetzt bist du wieder in irgendeiner Mannschaft. Ja, ja, also ich bin in einer Mannschaft mit alten Senioren, kann man das so sagen? Ja, wir sind schon über Seniorenalter. Ja, aber dafür, dass ihr Senioren seid, gebt ihr alles, oder? Auf dem Platz. Und du kommst auch sehr oft sehr verletzt. Das ist eigentlich mein Problem. Ja, ja, das ist mein Problem, dass ich natürlich eben durch das, dass ich wahnsinnig gern spiele und Sport treibe und vor allem, also Fußball ist mein Sport. Und ich sage immer, weil wir zwei Mädchen hatten, die nicht zum Fußball wollten. Also wir zwei. Zwei? Nee, weil du warst vorher bei deiner Kindheit, also unsere Töchter. Unsere jetzt, Töchter. Ja, genau. Aha. Die haben sich weniger für Fußball interessiert, als ich gedacht habe. Und da habe ich natürlich auch, ich bin dann nicht gut shooten. Ich habe das nicht gemacht. Aber jetzt gehe ich wieder gut shooten, seit ein paar Jahren. Und du hast es richtig gesagt, es sind so Phasen. Also ich habe jetzt das so verstanden, Phasen, wo ich nicht verletzt bin und Phasen, sehr wo gut ich verletzt bin. Sehr gut beobachtet, ja. Genau. Und diese Verletzungen, wie ist denn das für dich? Also weißt du, du kommst ja dann mit wirklich blutigen Knien nach Hause. Nein, und dann musst das du dich ist einmal gewesen. Nee, es ist mehrmals, aber wie ist das für dich? Das ist ja meine blöd. Frage. Blöd, total blöd, weil wenn ich verletzt bin, kann ich ja nicht spielen. Ich verletze mich überhaupt nicht gern. Das ist total ein Irrtum, wenn du das Gefühl hast, ich gehe shooten, um nachher irgendwie körperlich versehrt zu sein. Aber das passiert ja, weil du dich vergisst, oder? Während du dann spielst, siehst du die Gefahr nicht. Sehe ich das richtig? Ja, es ist immer ein Abschätzen. Es ist immer ein Abschätzen, gehe ich jetzt in den Zweikampf, gehe ich nicht in den Zweikampf, bin ich warm genug, um quasi den Ball, den ich jetzt grätschen muss, dass ich den nehme, oder ist das ein Sprint, der jetzt muss sein, oder ist der Ball eh hoffnungslos verloren? Das sind so Sachen. Und das sind ja, eben, du hast gesagt, blutiges Knie. Manchmal sind halt einfach Muskeln, die zerrt sind, und da muss man warten. Aber eben, ich glaube, so wie du Fußball spielst, das ist so eine Art Vergessen von all dem rundherum. Ja, aber das ist doch Sport. Ja, aber bei mir zum Beispiel nicht. Also wir waren ja mal zusammen joggen, oder? Das ist, da denke ich die ganze Zeit nur daran, dass ich jetzt schon wieder einen Schritt gemacht habe und dass meine Beine müde werden und dass es wahnsinnig anstrengend ist und du wolltest dann auch mit mir reden, während ich renne, kann ich doch nicht reden. Und ich denke die ganze Zeit nur daran, wie lange dauert dieser Mist noch. Ich glaube, du bist irgendwie falsch an Sport angeführt worden. Ich weiss, wir sind joggen, das war ganz am Anfang. Du hast ja immer versucht, das finde ich ja dann auch komisch, du hast immer versucht, ein gemeinsames Hobby zu finden im Sportbereich. Mit dir? Mit mir. Ja. Und darum hast das findest du komisch? Ja, das finde ich komisch, okay. Weil wir machen so wahnsinnig viel zusammen miteinander, Sibyl. Wir verbringen so viel Gemeinsamkeit in unserem Leben. Mehr als andere, wo er dort schafft und sie dort schafft oder ich weiß nicht was. Und trotzdem willst du dann eben noch ein gemeinsames Hobby im Sportbereich. Ich weiß nicht genau, woher diese Sehnsucht kommt. Ich habe am Anfang diese Bilder gebracht von diesen Paaren. Ja, ich denke mir, das ist so eine Verbindung. So, das könnte, ich stelle mir das so toll vor. Und das ist. Das stellst du dir schon toll vor. Aber es ist nicht toll. Ja, es könnte schon toll sein. Ich meine, das ist ja nicht meine Schuld, wenn du sagst, gehen wir joggen und du überhaupt nicht gern joggst. Das habe joggen tue ich gar nicht gern. Ja. Aber das hast du nicht gesagt. Nicht ja, okay, aber ich meine, wir haben auch mal was gemacht, was ich gerne mache. Tennis spielen. Ja, das ist also nicht ganz einfach gewesen, muss das, ich sagen. Ja. Also du hast ja, also muss ich schnell sagen, ich als Fußballer geht mir
automatisch auch auf den Tennisplatz. Und wenn man es gut macht, dann nimmt man einen Tennislehrer oder eine Tennislehrerin und lehrt die Technik wirklich von Grund auf. Aber das habe ich nicht so gemacht. Ich bin einfach auf den Tennisplatz und habe ein gutes Ballgefühl als Fußballer und habe irgendwie Tennis gespielt. Und immer wieder. Und so wird man nie ein grosser Tennisspieler, aber ein anständiger Typ auf dem Tennisplatz, wo anständig im Sinn von Sport, wo doch gewisse Bälle erlauft und zurückschlägt und es gibt ein gutes Spiel. Und mit meinem Bruder und mit meinen Fußballkollegen habe ich richtig Spass auf dem Tennisplatz. Genau, und das ist doch toll. Das habe ich gedacht, können wir auch miteinander machen. Ja, und machen. Du hast ja, ich hatte dich ja auch gefragt, wie ist das mit Tennis bei dir? Ja. Und du hast dann eigentlich recht selbstbewusst gesagt, das ist schon etwas vorhanden. Da bin ich dabei. Ja. Aha. Und dann sind wir auf dem Tennisplatz. Ja, okay, das war halt ganz am Anfang mal, das meinst du jetzt. Ja, du spielst praktisch darauf hin. Ja, jetzt, ich oder? Spiele darauf hin, dass du nachher, weil du hast ja gar nicht können Tennis spielen, kein Spitzeli, und ich bin dort auf dem Platz gewesen, und dann dachte ich, wieso sollen wir zusammen Tennis spielen, wenn du nicht kannst? Ich dachte, das ist einfacher, ehrlich gesagt. Ein Federball, und das konnte ich ja, weißt du. Und damals habe ich halt gedacht, Tennis, das sieht so easy aus und das kann ich schon irgendwie. Ich komme ja aus Deutschland, der Boris Becker und Steffi Graf können es ja auch. Also dachte ich, ich kann es auch. Okay, da war ich, habe ich mich ein bisschen überschätzt. Siehst du das? Siehst du das, wie ich sowas sagen kann? Ein großes bisschen. Eine Selbstreflexion. Aber dann habe ich ja auch Kurse genommen. Der Punkt ist nur beim Tennis, ich würde sehr gerne mit dir Tennis spielen, aber dazu müsstest du dann auch eigentlich ein bisschen zurückgehen. Du müsstest einfach freundlicher spielen. Los jetzt, beim Federball, wo du vorher gesagt hast, du könntest das, was man könnte diskutieren. Dort tue ich mit dir das machen, weil so ein Federball, der fliegt ja nicht irgendwie weit weg und so, und das ist ja dann auch lustig, das kann man ja gerade im Garten lustig, machen, genau. Und so weiter. Im Federball ist das gut. Dort tue ich mich dir anpassen. Mhm. Jetzt ein Tennisplatz, da zahlt man mal 30, 40 Stutz für den Platz, geht dort an und dann, weißt du, wenn der Ball jedes Mal nicht zurückkommt, man ist eigentlich nur die ganze Zeit dran, irgendwo Ball suchen das geht nicht. Man muss ein gewisses Maß an Gleichheit haben auf dem Tennisplatz. Aber du willst ja auch, dass ich besser werde, also musst du auch mit klar. mir üben, nein. oder? Sibyl, doch, natürlich. Nein, ich sage dir immer, Kanko Stunde. Ja, das mache ich ja jetzt. Ich bin ja jetzt in einem Kurs, aber ich muss trotzdem üben. Sibyl, du verstehst nicht, Roger Federer war wahnsinnig talentiert im Tennis und trotzdem hat er jeden Schlag, keine Ahnung, eine Million Mal gemacht. Wenn du jeden Schlag 40 Mal machst, dann kannst du es noch nicht. Okay, aber mit wem soll ich denn das machen? Mit dem Tennislehrer. Ja, aber ich kann doch nicht, also das wird ja viel zu teuer. Ja. Ich brauche dich. Ja, das ist eben das. Du hast eben das Gefühl, und das ist das, was mich ein bisschen stört, du siehst den Nutzen für mich, wenn wir zusammen gehen Tennis spielen, in dem Sinne, dass wir zusammen Zeit verbringen. Genau. Und dass du siehst, wie viel besser du bist als ich. Was habe ich davon? Ich habe überhaupt nichts davon. Doch, dann kannst du sagen, ich spiele so viel besser wie sie. Dann bist du einfach wirklich besser. Ja, das weiss ich ja so. Muss ich nicht jedes Mal auf dem Tennisplatz für 40 Franken pro Stunde noch mehr beweisen. Ich möchte darum, dass... Ich sage dir, geh Tennisstunden nehmen, so viel du willst. Und geh also so viel du willst. Also... Es muss irgendwo in einem vernünftigen Maß sein. Und dann, wenn die Bälle zurückkommen, komme ich schon mit dir ins Spiel. Aber dann ist ja auch noch die Kraft das Problem. Du hast ja viel mehr Kraft als ich. Ich meine, wenn du so ein Ding zurückschmetterst, das ist einfach, das kann ich gar nicht halten. Sibyl, es können 80-Jährige und 6-Jährige schärfer schiessen als ich, weil sie eine tolle Technik haben. Das hat gar nichts mit Kraft zu tun. Ich werde dich mit meiner Rückhand mal so liefern, das sage ich dir, an der arbeite ich nicht. Aber was ich wollte sagen ist, für mich ist es nicht... wie soll ich sagen, irgendwo ein Gewinn, wenn ich mit dir Zeit auf dem Tennisplatz verbringe, weil wir verbringen eh schon so viel Zeit miteinander. Und wenn ich mit dir auf den Tennisplatz gehe, dann erst dann, wenn die Bälle zurückkommen. Okay, also das heißt, ich muss jetzt wirklich noch eine Weile lang für mich spielen mit meinem tollen Tennislehrer Chris und mit meiner sehr coolen Gruppe. Dagegen habe ich auch gar nichts, mit dem Ziel, dass wir dann irgendwann mal gemeinsam spielen können. Aber das ist wirklich ein bisschen Thema, und das habe nicht nur ich, das haben auch andere Frauen mir schon erzählt, dass dann ihre Partner nicht bereit sind, einen Gang runterzuschalten, damit man das miteinander machen kann. Und das wäre ja eben das, was wir oder ich mir jetzt wünsche. Oder das vielleicht auch anfangen. Hast du mir erklärt, genau. Aber dieses einen Gang runterschalten, da drauf
will ich jetzt kommen. Genau. Aha. Weil das hat ja was ein bisschen mit dem zu tun, weshalb wir hier diesen Podcast über Sport machen. Ist ja nicht so ein knackiges Thema. Doch, das ist super knackig. Ich finde das nicht so knackig. Du findest Sport. Es nicht knackig? Also, ja, du findest Sport nicht knackig. Ja, drum, umso erstaunlicher finde ich, dass du dauernd irgendwie willst, dass wir Sport zusammen treiben und so weiter. Ja. Und du hast ja auch viele schöne Sportkleider und Turnschuhe. Ja, braucht man ja auch. Aha, genau. Ja. Aber ich trage die auch sonst, auch ohne Sport. Die Turnschuhe trage ich auch sonst. Es aber ist eben dann, das mit dem Gang runterschalten. Wir haben ja ein paar Sachen dann ausprobiert. Wandern ist jetzt auch nicht unbedingt das, wo wir können zwar zusammen wandern, aber das geht höchstens 2 bis 2,5 Stunden. Nee, der Punkt ist halt, dass ich nicht schwindelfrei bin. Das kommt noch dazu. Oder? Genau. Das kommt noch dazu. Ja. Und sonst, was haben wir noch gemacht? Suppen? Ja, mit dem Stand-Up-Paddle. Ja, genau. Ja. Aber das kann man ja nicht wirklich Sport nennen. Höchstens, wenn man würde einen reissenden Fluss, flussaufwärts. Flussaufwärts, genau. Ja, genau. Nee, wenn wir suppen, dann steigen wir eigentlich oben am Fluss ein und lassen uns runtertreiben. Ja, wir liegen auf dem Brett. Genau. Okay. Das ist Meditation zusammen. Ja, das ist, und ist aber kein Sport. Das ist nicht Sport. Nee, genau. Aber jetzt habe ich ja was gemacht. Also nicht jetzt, ist schon jetzt ein bisschen was, eine Weile her. Ich habe dich eigentlich in meine Begeisterungswelle reingezogen. Und habt ihr vor ein paar Jahren ein E-Bike geschenkt? Genau. Geschenkt. Ich wollte es gar nicht. Du wolltest es nicht, nein. Genau. Ich hatte schon ein E-Bike. Ich muss es kurz du hast erzählen. Gesagt, ich soll eins kaufen. Und dann gesagt, ich wollte keins. Nein, und dann hast du mir halt einfach eins geschenkt. Ja. Was für ein riesiges Geschenk, das ich nicht wollte. Okay. Warum schenke ich dir das? Ich habe mir ein E-Bike gekauft, mein altes Fahrrad war kaputt und habe da erst gemerkt, wie wahnsinnig viel Spaß das macht. Das wusste ich ja gar nicht. Und E-Bike war für mich sowas, das haben die Älteren. Und auf einmal sitze ich auf so einem Ding und fühle mich so jung, so frisch, so frei. Und dann habe ich gemerkt, ja, wenn ich jetzt ein E-Bike habe und du nicht, das geht ja nicht, dann können wir gar nichts zusammen machen. Und drum habe ich gefunden, du brauchst auch ein E-Bike. Und da habe ich eigentlich dir gegen deinen Willen eins geschenkt. Ja, genau. Darf ich sagen, wieso das gegen meinen Willen war? Weil das ja mein Vorurteil war, dass E-Bike eben auch sehr wenig mit Sport zu tun hat. Ähnlich wie ein Stand-Up-Paddle, wo man nicht jetzt einen reissenden Fluss drauf paddelt. Weil ich mir natürlich gesagt habe, das geht nicht, dass ich mit Motörli gehe Velo fahren. Eben, du bist wenn mich ja ein meine Kollegen Kerl. Gesagt, ja, das hat schon ein bisschen mit dem zu tun. Ja, also man hat einen gewissen Stolz. Aha, genau. Genau. Oh, unser Genau. Achtung. Ach, ja, sag mal die ganze Zeit nein, wieder genau. Diesmal waren wir recht gut. Oh okay. Gott, wir passen auf. Ja, ja, es ist so eben so der Selbstrespekt praktisch. Ich bin stark, ich brauche keinen Strom, ich radel aus freier Muskelkraft, oder? Das war so dein Gedanke oder dein Widerstand eigentlich gegen dieses Elektrofahrrad. Ja. Und dann... Ja, und jetzt muss ich aber noch sagen, das Velo, das du mir geschenkt hast, das ist ja auch nicht unbedingt eines, das ich dann ausgesucht habe. Das sieht aus wie ein Damenvelo. Sehr elegant, ja. Mit einem Einstieg von unten, also wie wenn man einen langen Rock hat, wie meine Großmutter früher. Genau. Ich sehe auf dem Velo nicht wirklich sportlich aus. Und man sitzt ganz aufrecht. Ich sitze ganz aufrecht. Was ich wirklich muss sagen, ist, ich bin ja nicht mehr viel Velo gefahren, weil die andere Position auf dem Velo, wo man so vorab so Mountainbike-mäßig. Ja, genau. Dass mir das nicht gut bekommen ist. Ich hatte dann so Nervenreizungen. Also bin ich eigentlich nicht mehr viel Velo gefahren. Genau, und jetzt hast du Nervenreizungen, weil du mit mir nein. Dadurch, dass ich so aufrecht auf dem Velo hocke, habe ich nachher wirklich kein Problem. Aber das ist ja schon. Und dann hat man noch so einen komischen Helm an. Also es ist schon noch speziell. Okay, ich sehe nicht gut aus. Aber weißt du noch, die erste Probefahrt? Ja, das hat Spaß gemacht. Da ging es ja wirklich steil den Berg rauf. Natürlich. Und da war dieses Lächeln bei dir im Gesicht. Eben, genau. Ja. Und das ist es, was wir jetzt eigentlich doch miteinander machen können, dieses E-Biken, oder? Ja. Ob das jetzt Sport ist, sei dahingestellt. Ich behaupte, wenn man so einen 70er, 80er, macht, also 70 oder 80 Kilometer am Stück, also mit natürlich 2-3 Pausen, klar, das spüre ich sehr. Also ich auch, ja. Ja, ich auch, also in den Beinen. Ich meine, ich komme auch irgendwie, ich krieg warm, ja. Ja, du kriegst ich krieg warm. Ja, nicht heiß, ich schwitze auch nicht, aber es ist schon, also ich verbrenne da schon weißt, irgendwas, was, oder? Da wollte ich später noch einmal drauf kommen, wieso dass du nicht schwitzt und wieso dass ich es als Sport gesehen. Aber wir haben ja eine Kolumne geschrieben, damals, wo du mir das E-Bike aufgezwungen hast.
Und wir dann eigentlich so unsere erste Tour gemacht haben. Und dann so ein bisschen unterwegs gewesen, wie das dann gegangen ist. Lesen wir die. Ja. Ein wunderschöner Tag liegt vor uns. Bestes Wetter und alle Zeit der Welt. Schneider hat unsere erste gemeinsame E-Bike-Tour geplant. Ziel ist eine hübsche Dorfbeiz, in der wir schon lange mal essen wollten. Zuerst radeln wir auf Waldstraßen über die Hügel, plaudern, staunen, riechen die Natur. Wir bewegen uns fort, ohne uns zu verausgaben. Herrlich. Dann fährt Schneider immer öfter weit vor mir. Jeder in seinem Tempo halt, denke ich, und auch jetzt auf dieser schmalen Teerstraße. Über uns kreist ein Milan und pfeift weit und breit kein Auto. Ich freue mich, dass Schneider Spaß an meinem Spontangeschenk hat, er, der kein großer Velofan ist. Das sieht man auch an seinem Fahrstil. Er eiert. Mit jedem Tritt reißt er den Lenker hin und her. Hat er Schwierigkeit mit der Balance? Naja, geübt ist er ja nicht sonderlich. Ich sollte ihm Tipps geben, rufe nach vorne, ob alles in Ordnung sei. Keine Ahnung, ob er mich gehört hat, denn nun geht es bergab und er tritt kräftig in die Pedale. Ich habe keine Chance, ihm zu folgen. Mir wird das hier viel zu schnell. Ich bremse ab und hoffe, dass wir uns spätestens beim Restaurant wieder treffen werden und ab dann weiterfahren, und zwar miteinander. War nicht einfach, Picknickdecke, Wasser und Notfallapotheke in unsere Körbe zu stopfen. Schreiber will immer ausgerüstet sein, als wären wir Wochen, nicht Stunden, unterwegs. Dabei bin ich von uns beiden der mit der großen Erfahrung, habe als Jugendlicher die halbe Schweiz auf dem Velo erkundet, von der Aremündung nach Thun, ins Appenzell, nach Lugano und Brieg. Seither nutze ich das Velo nur noch als Nahverkehrsmittel, bin eher der Geher. Das E-Bike könnte es aber wieder ändern. Macht viel Spaß. Gerade jetzt entdecke ich helle Teerflecken im Asphalt. Spannend. Schreiber schreit von weit hinten irgendwas wie: Du eierst so, alles okay? Ich muss schmunzeln. Ich eiere nicht. Ich fahre Slalom. Den Lenker schwenke ich gekonnt nach links, nach rechts. Tack, tack, tack. Bloß keinen Flecken berühren. Dann erreiche ich den höchsten Punkt. Die Abfahrt lockt. Ich blicke auf den Tacho. Das hatte ich noch nie an einem Velo. Trete in die Pedale und visiere einen neuen Geschwindigkeitsrekord an. Als ich kurz danach beim Restaurant eintreffe, sehe ich Schreiber weit oben im Zeitlupentempo abwärts rollen. Totale Spaßbremse. Ich glaube, ich sollte öfter allein auf Tour gehen. Ja, das ist hat sich natürlich dann auch ein bisschen gezeigt, dass du zum Beispiel abfahrte, fahrst du mit der Bremse? Ja, logisch. Ich bin nicht gern schnell unterwegs. Ich bin kein tempogeiler Mensch. Ja, also, weißt ich du? Bin auch nicht tempogeil. Ja, also, aber das ist Belohnung. Nein, es ist schon Belohnung. Also, nach dem Aufstieg ist die Abfahrt Belohnung. Die Abfahrt genieße ich auch, aber eben langsam, in Maßen, alles sicher. Und genau, ich sehe dich dann da vorne und denke mir nur, hoffentlich geht das gut. Das denke ich mir übrigens öfter, auch wenn ich sehe, wie nah du am Abrand, also am Rand fährst, da auf der Seite, wo der Asphalt dann eigentlich in die Erde übergeht. Du fährst immer auf diesem ganz schmalen Ding da und mir denke, hey, einmal kurz daneben lenken und du landest im Graben. Warum machst du das? Wieso ich das mache? Also ich bin noch nie im Graben gelandet, erstens einmal. Und zweitens möchte ich ja kein Verkehrshindernis sein, also fahre ich schön am Rand. Und drittens, wenn man nicht so schnell fährt, dann kann man noch einen zusätzlichen Kick geben, indem man versucht, präzise zu fahren. Zum Beispiel präzise. Du fährst wirklich ganz anders als ich. Ich sitze auf diesem Fahrrad, bewege meine Beine, gucke ab und zu, wie schnell ich bin und wie viel Akku ich habe. Das ist ja noch wichtig, weil ich fahre relativ gerne so high. Also, weißt du, super Unterstützung, da muss man ja gar nicht mehr viel machen. Und dann denke ich einfach und träume und genieße. Bin komplett entspannt. So fahre ich Fahrrad. Ja, ja, so also bin ich auf dem Massagetisch entspannt und denke und genieße. Okay. Und das ist da, was ich ja vorher auch wollte sagen, Sibyl. Du bist gar nicht so kaputt nach so einer Velotour. Nee. Und ich bin eigentlich. Und wieso? Weil ich natürlich, ich bin dauernd am Überlegen, Batterie sparen, abschalten, geradeaus, einmal ohne Unterstützung zu fahren. Und das ist uns schon x-mal zu gut gekommen, weil wenn wir dann eine lange Tour machen, sagst du irgendwann,
In welchem Gang fahrst du? In welchem Gang fährst du? Und dann sage ich das. Und, sage, und was hast du noch für eine Reichweite? Und dann sage ich dir, ja, Kilometer, meistens eine zweistellige Zahl. Und ja. Du sagst dann irgendwann, dass bei dir jetzt der Saft weg ist. Nein, das, na, nicht weg, 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 aber so langsam doch recht runtergeht und ob du nicht bereit wärst zu tauschen, weil du bewegst dich ja gerne. Also du verausgabst dich gerne. Genau, so. Nachher duschen wir die Batterie und ich studiere nur, super. Wie fahrst denn du? Wie kann das sein? Wir haben die gleichen Batterien und du lässt Strom durch den Weg stehen. Darum tue ich Sport treiben, wenn ich gehe einbiken mit dir und du tust Strom vergeuden. Oder einfach genießen. Also eigentlich ist es Sport mit Genuss in Verbindung, oder? Und das ist ja toll. Das können wir jetzt zusammen machen. Und du hast deinen Sport, du hast deine ganze Herausforderung, dein Balancieren, Eiern und so weiter anstrengend. Und ich habe meinen Genuss und dann noch einen Reserveakku. Genau. Und das ist das, wo wir jetzt sogar zusammen Ferien machen können. Ich habe mir ja nie vorstellen, was könnten wir, also Tennisferien zum Beispiel, gehe ich nur, wenn wir dann nicht zusammen auf dem Tennisplatz sind. Nee. Wanderferien geht nur, wenn das eben so längere Spaziergänge sind pro Tag. Was also machen wir den Rest vom Tag? Also ein bisschen mehr kann Jogging ich schon. Oder so Ausdauersachen geht ja auch nicht, weil du machst ja generell überhaupt gar nicht gern Sport. Ja, das stimmt schon. Genau, ich würde auch jetzt nie in so ein Sporthotel gehen, wo man all das machen kann, wo dann früh nach dem Frühstück schon Fitness ja, und... Ja, das ist schade, ich würde Volleyball spielen. Ja. Nee, das kannst du mit mir nicht machen. Nein, ja, ich weiß. Stimmt, genau. Aber jetzt haben wir was gefunden. Darum gehe ich gut shooten, wenn ich richtig Sport mache. Ja, und jetzt lüften wir das Geheimnis, wieso das da ein bisschen Hintergrundgeräusche sind. Wir wissen es nicht, ob ihr es hören. Mal knallt die Tür. Da außen hat es jetzt gerade eine Art so Schlösser. Ja, Schlösser genau. Und Trauerweiden, die sich im Wind wiegen. Genau. Und jetzt überholen wir hier ein anderes Schiff. Ja. Ein Schiff, genau. Ja. Weil wir machen ja eben zum ersten Mal Ferien gemeinsam, die einen Sportaspekt haben, nämlich eine Flussveloreise. Flussveloreise. Ja, genau. Und das macht Spaß. Echt Spaß. Ja, das macht uns beiden Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Hätte ich nicht gedacht. Also, dass wir das auch zusammen hinkriegen. Ja, wir fahren sogar in der gleichen Gruppe. Ja. Erstaunlicherweise. Genau, ich habe eine tolle Position. Ich bin das Schlusslicht. Ich habe die gelbe Weste an. Ja, sie sind Maillot jaune. Ja, das kann ich nicht sagen. Das ist ja französisch. Ich bin das Ende. Ich bin die Kontrolle am Schluss. Ich habe alle im Blick. Ich sehe, was vor mir los ist. Und ich habe eine große Verantwortung. Und ich habe da hinten meine Ruhe. Das ist wunderbar. Sibyl ist das Ende. Das Ende. Ja. Nein, wir sind eigentlich... Haben eine gute Nachricht. Ja. Eine gute Nachricht. Wir können zusammen Sportferien machen. Ja. Und sind zufrieden dabei, sind am Abend irgendwie erschöpft und erfüllt. Wir sehen so tolle Landschaften. Das ist wirklich also eine Augenweide, wo wir hier sind. In der Normandie. Das ist also malerisch. Und... ich muss sagen, für mich passt diese Form. Das war jetzt wirklich richtig toll. Ja. So können wir zusammen Sportferien machen. Ja. Das freut mich auch. Das freut mich auch. Wunderbar. Ja. Du, ein Ende von diesem Podcast in Harmonie. Ja. Hatten wir das schon mal? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich denke schon. Ja, vielleicht schon. Am Schluss suchen wir immer die Harmonie. Ich denke, das ist auch wichtig. Die Harmonie. Und was ich noch sagen wollte, und den Humor. Im Sport, also so ein bisschen eine Leichtigkeit. Also du hast ja so das bisschen eher Verbissene für mich sonst, aber so mit mir Sport und Humor in der Kombination finde ich das sehr schön. Und eben wenn wir zusammen e-biken, dann finde ich, haben wir auch so eine Leichtigkeit zwischen uns. Ja. Siehst du, das ist auch so, ja? Okay, das ist gut. Eine gute Sache. er grinst. Ja, das wäre es wieder mal gewesen. Danke fürs Zuhören. Das ist die... Die Folge vom Schiff vom, aus sozusagen. Vom Schiff aus genau. Ist die gewesen. Oh Gott, mein Leben als Paar. Und meines natürlich auch. Und in zwei Wochen oder wann auch immer, dann kommt zwei wieder Wochen. In zwei Wochen eine neue Folge. Wann auch immer, zwei Wochen. Genau, ich bin jetzt ein bisschen locker drauf. Ja, du bist ja wahnsinnig locker drauf. Eine neue Episode. Das E-Biken, das macht mich ganz chillig. Du hast kein Zeitgefühl mehr, nichts. Nein, wir kommen ja auch jetzt heim. Also wir sind ja dann nicht in zwei Wochen noch auf einem Schiff und auf dem E-Bike. Nein. Und bis dann könnt ihr uns lesen in der Coop-Zeitung. Oder uns schreiben, was ihr zum Beispiel für Sport miteinander macht. Ein Mail an uns oder auf Facebook oder Instagram. Könnt ihr auch was kommentieren und uns liken, teilen und so weiter. Ja, klar. So ist genau. Übliche, wo ihr seid. Genau. Also, okay. Dann macht's gut. Ja. Sagt man irgendwas bei E-Bikes und gibt es so einen E-Bike-Gruß?
Strom Ahoi. Strom Ahoi. Also, tschüss zusammen. Ciao.